Einen wunderschönen guten Abend. Ey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Tuning und Test ist hier noch am Start von diesem immer noch wunderschönen Komet S2. Diesmal in der Cabrio-Version. Die Cabrio-Version hier mit dem Softtop-Faltdach, die kam am Donnerstag mit der Eventwoche raus. Und ich werde euch hier im Video zeigen, warum das Ding für mich eine maximale Enttäuschung ist. Ich habe übrigens auch alle Tuning-Teile rausgesucht, die bei dem Teil fehlen. Und es sind nicht wenige. Es ist wirklich krass. Also unglaublich, was Rockstar Games hier rausgehauen hat. Angefangen mit dem Preis, wenn ihr die Karre kaufen möchtet, dann müsst ihr erstmal fette 1,8 Millionen rund auf den Tisch legen. Ihr habt noch nicht mal einen Rabattpreis oder so wie beim normalen S2. By the way, wenn ihr noch Geld braucht für euren Charakter, zum Beispiel für dieses verdammt überteuerte Auto hier, dann könnt ihr mal gerne wie immer meinen Partner Loot for Games auschecken. Ist unten der erste Link in der Videobeschreibung. Die machen immer noch ihre Rabattaktion. 20% Rabatt auf GTA-Dollar und bis zu 100 Millionen GTA-Dollar extra, je nachdem, was ihr euch da bestellt. Aber der Preis ist nur ein negativer Part. Es kommen noch eine ganze Menge andere negative Sachen zu dem neuen S2 Cabrio. Aber gut, kommt später. Fangen wir erstmal an mit den Real-Life-Anspielungen. Was steckt drin? Pfister ist im Spiel. Eine Anspielung an die echte deutsche Automarke Porsche. Ihr könnt sehen, an den beiden Wappen. Ähnliche Wappen halt und ähnliche Schriftart. Real-Life-Anspielung. Welche echten Autos stecken drin? Auf jeden Fall, wie im S2 auch, ein Porsche 911 Carrera S Coupé der 8. Generation, Baujahr 2019, nur hier die Version eben als Porsche, ja genau, nur eben diesmal in der Cabrio-Version. In der Front steckt der 911 Carrera S Coupé drin. Lüftungsschlitz da oben auf der Motorhaube erinnert mich an einen alten 911er GT2 aus den 90ern zum Beispiel oder auch an einen alten 911er Turbo. Auch 90er Jahre, roundabout. Was haben wir noch? Seiten, Felgen, auch wieder 911 Carrera S Coupé Felgen, so ähnlich. Nochmal kurz zum Heck, hier haben wir auch das 911er Carrera S Coupé drin, bis eben auf die Auspuffe da unten. Hier haben wir Doppelauspuffe links, also Doppelendrohre links und rechts. Im Real Life sind es links und rechts einzelne Endrohre. Dieser entenschwanzmäßige Heckspoiler sieht ein bisschen anders aus. Den habe ich schon mal gesehen, zum Beispiel beim 911er Turbo S Coupé. Wie sieht denn hier der Innenraum aus? Im Prinzip der gleiche Innenraum wie vom normalen Comet S2, also die Nicht-Cabrio-Version. Wir haben wieder diese analogen Tachos, Anspielung an irgendeinen 911er vor 2019, wo wir noch nicht diese ganzen runden digitalen Tachos hatten. Hier haben wir schöne Tachos zum Anfassen. Ansonsten nichts weiter Spektakuläres. Noch ein Feature, was ihr schon vom Comet S2 kennt, das ist der Heckspoiler, der fährt hoch, wenn ihr rund 30 Meilen fährt. Ab 30 Meilen geht das Ding nach oben. Da können wir auch noch was draus machen im LS Customs. Zumindest so ein paar Spoiler, die noch übrig geblieben sind vom Comet S2, können wir noch ändern. Erstmal Panzerung, beste Panzerung, dann Bremsen, Rennbremsen. Erstmal zu den Stoßstangen. Wir haben Frontstoßstangen und Heckstoßstangen, die sind größtenteils gleich geblieben, heißt hier nur ein bisschen anders. Wir haben eine Tuner, die wieder komplett in die Richtung vom Porsche GT3 RS geht, würde ich sagen. Noch Retro-Stoßstangen, so für die älteren Porsches. Dann haben wir noch diese, dann haben wir eine clean. Dann noch hier die Hochleistung Richtung Porsche GT3 Carbon-Hochleistung Langstrecke mit Nebelscheinwerfern. Hab jetzt überlegt, was bastle ich denn hier aus der Cabrio-Version vom Comet S2. Ich werde hier, weil ich es damals noch nicht hatte, das Design, einen Johnny Silverhand Porsche machen. Also den Porsche, den Johnny Silverhand in Cyberpunk gefahren ist. Hab euch mal ein Bild irgendwo eingeblendet. Und ich werde ungefähr in die Richtung gehen, zumindest mit den Möglichkeiten, die wir hier zur Verfügung haben. Und da gefallen mir die Teile hier nicht, die Nebelscheinwerfer, aber die gefallen mir. Ja, die sind schon mal nicht schlecht. Der hatte vorne auch Nebelscheinwerfer dran, die sahen anders aus, aber dass wir so ungefähr in die Richtung gehen. Den normalen S2 kannst du natürlich noch mehr in die Richtung basteln. Oder nennen wir den jetzt einfach Cyberpunk Porsche. Spricht sich irgendwie besser aus. Heckstoßstange, wir haben kein Stoßstangenkühlergrill, halbe Stoßstange, keine ganze. Heckdiffusor primär und sekundär. Dann noch eine glatte, für alle, die es eher clean mögen. Eine Retro. Und genau das habe ich so im Sinn gehabt. Weil wir gehen so in die Richtung von der schwarzen Heckstoßstange, die noch so kleine extra Bumper dran hatte. Vom Cyberpunk Porsche. Das werde ich schon mal nehmen. Das ist cool. Auch noch hier unten wegen dem schwarzen Rand. Über den Auspuffen. Wir haben noch eine SR-Spec, glatte und noch die glatte SR-Spec wie beim Comet S2. Hier hat sich im Prinzip nichts geändert. Gehen wir schon mal raus. Wir haben noch Motor. Hier fehlt schon mal was. Ey, ich werde das euch alles nachher noch nennen bei Fun Facts. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Fun Facts zu fehlenden Tuning Parts. Könnt ihr euch schon mal freuen. Was heißt freuen? Andererseits ist es halt auch traurig, ne? Es ist echt krass.
dass Rockstar Games diese Karre für den hohen Preis rausgehauen hat. Das ist echt eine Frechheit, finde ich. Wir haben Auspuffe, Hochleistungs-Crossover, Rennauspuffe, Turbo und nochmal Turbo-Auspuffe Version 2. Finde ich ein bisschen cooler, dass du unten noch die Auspuffrohre siehst. Deswegen werde ich Turbo-Auspuffe 2 nehmen, weil eben der Cyberpunk Porsche auch links und rechts nur ein Endrohr hatte. Die waren also ein bisschen angeschrägt, aber gut, mehr haben wir hier nicht zur Auswahl. Weiter geht's zu den Kotflügeln. Wir haben einmal Frontkotflügel mit Einlässen da oben, Primärfarbe. Das Ganze nochmal in Carbon, erinnert mich an den Porsche GT3 RS. Wir haben noch Überkotflügel mit Einlässen. Übrigens sind nochmal rangenietet eine Kotflügelverbreitung für die hinteren. Und das Ganze nochmal in Carbon. Was nehmen wir denn? Entweder nehmen wir hier gar nichts oder wir entscheiden uns für irgendwas, für eine Kotflügelverbreitung. Sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich meine, das hatte ich schon beim Comet S2 genommen. Von daher lasse ich das einfach weg, damit es halt cleaner aussieht, mehr in Richtung vom Cyberpunk Porsche. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch gerne mein Comet S2 Tuning Video anschauen. Das ist noch ein bisschen detaillierter. Angekommen bei den Motorhauben, wir haben die serienmäßige, die eigentlich schon komplett in die Richtung vom Cyberpunk Porsche geht, dem 911er Turbo aus den, was waren das, 80ern oder so? Bin mir nicht sicher, welcher Jahrgang. Auf jeden Fall passt die schon mal perfekt, die serienmäßige. Wir haben noch eine Carbon, eine glatte in der Sekundärfarbe. Die sieht schön clean aus. Dann eine Carbon-glatte, eine SR-Spec. Jetzt geht es mehr in die Richtung Racing. Da haben wir unten noch ein Lüftungsgitter in der Sekundär-Carbon-Einlass. Hier wieder die Einlässe wie vom Porsche GT3 RS. In der Sekundärfarbe nochmal Carbon-Einlass. Langstrecke nochmal mit einem Zusatztank. Sekundärfarbe, Carbon-Langstrecke. Ich nehme ja gar keine. Gehe schon mal wieder raus. Zu den Designs. Und hier fehlen auch ein paar Designs im Vergleich zum normalen Comet S2. Schwarze Pfister, Retro-Schürzen. Nicht schützend. Schwarze Comet S2C-Grafik. Also S2 Cabrio-Grafik. Dann eine rote Pfister-Track-Grafik. Kennen wir im Prinzip alle schon vom Comet S2. Eine schwarze nochmal. Steif in der Mitte. Air Hurler und Run Racing, das waren so Drip-Feed-Designs, die noch mit den Eventwochen rauskamen. Damals, nachdem der Comet S2 rauskam, dann Stronzo. Für die ganzen Italiener unter euch, italienische Flagge auf dem Wappen. Retro Redwood, zwei Farbendesign, unten Türkis, oben Primärfarbe, dann nochmal eine rote Linie. Ganz nett. Aber mein Favorite ist ganz klar Rock'n'Roll-Legenden, auch Teil von Drip-Feed-Designs. Also nachdem der Comet S2 mit dem Tuners-Update rausgekommen ist, kamen dann irgendwann die ganzen Designs, sowie Air Hurler, Run Racing, Rock'n'Roll und Center. Das kam, soweit ich weiß, mit dem Weihnachtsupdate jetzt dazu, mit dem kleinen Mini-Update. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall sieht es mega hässlich aus. Jedenfalls werde ich hier Rock'n'Roll-Legenden nehmen und gehe mal raus zu Nummernschild. Hier fehlt auch wieder was. Gibt es später noch, was alles fehlt. Lackierung. Ich gehe auf die Metalle und finde, ein gebürsteter Stahl sieht schon mal ziemlich nice aus, weil der Cyberpunk Porsche hinten auch so eine Art dunkles Metall, dunkle Metalloptik hatte und vorne eine etwas hellere Metalloptik. Gebürsteter Stahl ist nice, gebürsteter schwarzer Stahl ist zu dunkel, das ist zu hell, das Aluminium und Gold sowieso nicht, deswegen gebürsteter Stahl. Raus, Sekundärfarbe mache ich Metallic, genau, was ändert sich? Ja, die Spiegel ändern sich im Prinzip nur, außer ich habe noch irgendwas in Sekundärfarbe getuned. Und hier nehme ich natürlich auch wieder gebürster Stahl. Zur Ausstattungsfarbe. Der Cyberpunk Porsche hatte eine Art helles Olivgrün. Irgendeine Art helles Grün. Das Einzige, finde ich, was hier passt, na nicht das Meergrün, auch nicht das Petrolgrün. Petrolgrün ist wieder, ja, irgendwie anders von der Optik her. Ich würde sagen Olivgrün. Wobei das Olivgrün hier in GTA so ein bisschen noch dunkler aussieht. Das in Cyberpunk sah noch ein bisschen heller aus, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. Seitenverkleidung. Wir haben einmal einen Carbon, dann eine Straße. Carbonstraße, Aero ausgestellt, Aero Hochleistungs, Carbon Hochleistung, Tuner, Carbon Tuner. Im Prinzip die ganzen Seitenverkleidungen wie vom S2 schon. Rennen. Beim Cyberpunk Porsche verlief die Seitenverkleidung so ein bisschen nach innen, deswegen werde ich hier die Straßenseitenverkleidung nehmen. Nichts Spektakuläres, aber passt irgendwie, finde ich, am besten. Wir haben noch ein paar Splitter, wie vom Comet S2. Einmal Carbon, Carbon-Renn, Carbon und Carnats. Vorne mit einer fetten Carbon-Splitter-Lippe. An den Seiten eben die Carnats. Hier wieder eine Anspielung an den Porsche CTR3 von Ruf. Oder Ruf CTR3 halt. Könnten wir machen, aber mache ich halt nicht. Ich werde hier Langstrecke, ich werde was Dezentes nehmen. Nämlich hier so eine minimale. Ich will schon noch ein bisschen was tunen. Deswegen nehme ich hier eine minimale Carbon-Splitterlippe. Why the hell not?
Spoiler. So, guck mal, wie viele Spoiler hier fehlen. Das ist der Wahnsinn. Okay, wir haben eine Serien-Carbonhaube. Gut, hier könnte man wieder argumentieren, ja, es ist halt ein Cabrio. Man kann das Dach runter und wieder raufklappen. Und deswegen wäre es ja Quatsch, die ganzen GT-Spoiler noch drin zu haben. Aber warum eigentlich nicht? Ich meine, für alle, die jetzt gerade keinen Bock haben, das Dach eben hoch und runter zu klappen, die könnten doch eigentlich noch die ganzen GT-Spoiler bekommen, oder? Na, schade, dass sie alle fehlen. Ich werde hier die glatte Haube ohne Flügel nehmen. Sieht doch einfach schöner aus, wenn das Heck so schön nach unten glatt runterläuft. Weiter. Federung. Wir haben eine Wettkampffederung. Ja, Standard halt. Drauf. Dann haben wir noch ein Renngetriebe. Den ganzen Standardkram jetzt. Turbo-Tuning. Reifen. Felgentyp. So, mal schauen. Was haben wir an Felgen, die ganz gut passen? Ich habe mir schon welche rausgesucht, nämlich hier bei den Muscle Car Felgen finden wir welche, bei den Serienfelgen. Ich will noch einfärben. Diese hier, guck mal, Muscle Freak. Ich finde, die hier kommen den Felgen vom Cyberpunk Porsche einfach am nächsten. Deswegen nehme ich die und werde noch, weil der hatte ja auch diese Details in weiß auf den Reifen. Felgenfarbe, erstmal schwarz. Werde hier noch bei Reifenmuster Tuningreifen nehmen. Einfach, weil der eben auch die weißen Akzente hatte. Reifenverbesserung, schusssicher. Und jetzt noch Reifenqualm. Machen wir mal einen schwarzen Reifenqualm. Dann haben wir noch Fenster zur Auswahl. Das war es dann auch schon von den ganzen Tuning-Parts. Helles Rauchglas, wie immer. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Und nochmal kurz in die Arena-Werkstatt wegen den farbigen Lichtern. Was wollen wir jetzt bei den Scheinwerfern machen? Mal gucken. Wir könnten jetzt zum Beispiel wegen den roten Streifen, den roten Akzenten, könnten wir jetzt rote Scheinwerfer machen. Ich hatte so eine Idee, entweder blaue oder rote oder Schwarzlicht hier unten. Die sehen ja auch ganz nice aus. Könnt ihr mir gerne in die Comments schreiben, was ihr gemacht hättet. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, wegen den roten Streifen die roten Scheinwerfer nehmen. Und weil es ein Cyberpunk Porsche ist, machen wir noch ein paar Neon-Kits drauf. Front, Heck und Seiten. Machen wir Neonfarbe auch ein Rot. Komet S2 Cabrio von draußen. Erst nochmal kurz die Faltdach-Animation. Steuerkreuz rechts gedrückt halten. Fährt es erstmal rein. Keine Frage, sieht echt cool aus. Geile Animation, sieht aus wie ein Transformer oder sowas. Hätten mir eher ein Hardtop gewünscht, weil Softtop sieht immer ein bisschen gammelig aus, finde ich. Jetzt nochmal ausfahren. Und Faltdachautos sind in GTA Online ziemlich rar in der letzten Zeit gewesen. Gibt es nicht so viele. Das letzte Faltdachauto, was es gab, das kam mit dem Tuners-Update raus. Und das war der RT3000, dieser Honda S2000-Verschnitt. Nice. Okay, wir gucken uns unseren Cyberpunk Porsche nochmal von draußen an und während ich das tue, gibt es hier die fehlenden Tuning Parts, die beim Komet S2 Standardversion dabei waren. Beim S2 Cabrio fehlen auf jeden Fall die Scheinwerfer, dann fehlen die Scheinwerferabdeckungen, dann fehlen die Motorhaubenverschlüsse, das komplette Innenraumtuning. Also zum Beispiel Armaturenbrett, Türen, Sitze, Lenkrad, Überrollkäfig, fehlt alles. Außerdem fehlen beim S2 Cabrio noch ein paar Designs, einmal die weißen Pfisterstreifen und die Yeti-Tarnung. Nicht dabei. Nummernschildhalter fehlt auch. Wir haben hier keine Option beim Cabrio, Nummernschild wegzumachen oder Nummernschild nach links oder rechts zu verschieben. Es fehlen außerdem die ganzen Dachtuning-Optionen. Gut, hier könnte man wieder argumentieren, ja, es ist ein Cabrio, das Dach fährt hoch und runter, deswegen gibt es ja keine Dachtuning-Option. Aber warum nicht? Es gibt ja vielleicht Leute, die sich hier das Cabrio kaufen und auch trotzdem mal sagen, jetzt will ich hier aufs Dach noch was drauf machen. Ist mir jetzt egal, das Dach jetzt nicht runter und hoch fährt. Wir haben außerdem keine Sonnenblenden-Tuning-Optionen und auch keine Windabweiser-Tuning-Optionen. Wahrscheinlich auch wieder wegen der Cabrio-Sache hier. Und weil das S2 Coupé kein Auto ist, das mit dem Tuners-Update rausgekommen ist, könnt ihr natürlich auch nicht die Fahrzeughöhe verändern. Ihr könnt das Fahrzeug nicht senken oder wieder anheben, was ihr zum Beispiel mit dem S2 machen könnt. Außerdem gibt es natürlich auch keine Driftreifen für die Karre. Fahrzeugtür nochmal alle auf und es gibt noch ein paar Fun Facts zum Porsche 911 Carrera S Coupé aus dem Real Life. Hat einen 3 Liter 6-Zylinder Boxermotor mit 450 PS, geht von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden, hat einen Topspeed von 308 km/h und kostet rund 124.000 Euro. Mit Extra-Ausstattung natürlich immer wieder ein bisschen mehr. Jetzt noch ein Soundcheck rund um den Block und ein Fazit mit einem kleinen Speedtest. Erstmal Soundcheck. We'll be right back.
driving! Handling vom Comet S2 Cabrio immer noch absoluter Müll, genau wie beim normalen S2. Da hat sich wirklich nichts geändert. Das Ding übersteuert bei gefühlt jedem verdammten Lenkmanöver. Was ist noch negativ? Mir fallen sehr viele negative Dinge ein. Erstmal der höhere Preis. Das Ding kostet rund 1,8 Millionen. Ja, der normale Comet S2. Wir gucken nur mal eben ganz kurz auf Legendary Motorsport, damit wir eben den Vergleich haben. Da, Pfister Comet S2 kostet mit Rabattpreis 1,4 Millionen. Ich habe mir schon freigeschaltet, habe gerade gesucht. Comet S2 Cabrio kostet also schon mal ganze 400.000 GTA-Dollar mehr als der normale S2. Was noch negativ ist, dass ein Haufen Tuning-Parts fehlen. Es gibt deutlich weniger Tuning-Parts beim Comet S2 Cabrio als beim normalen S2. Ein weiterer negativer Punkt vom Comet S2 Cabrio, seine Leistung. Wir hatten nämlich mal einen kleinen Speedtest gemacht auf dem Flughafen, ganz kurz, ganz knackig und schnell, gegen den normalen S2 antreten lassen. Comet S2 Cabrio also gegen den normalen S2. Was ist dabei rausgekommen? Eine große Überraschung, eine große negative Überraschung für das S2 Cabrio, weil die Karre einfach langsamer ist als der normale S2. Man glaubt es kaum. Teurer, aber langsamer. Am Anfang konnte noch ziemlich gut mithalten, beziehungsweise war auch mal ein bisschen schneller von der Beschleunigung her, aber dann schon ab 3/4 Strecke vom Flughafen ist dann der normale Comet S2 richtig abgegangen. War einfach schneller als das Cabrio hier. Was ich noch negativ finde am S2 Cabrio, es ist kein Allradauto. Er hat einfach keinen Allradantrieb, die Karre hat immer noch Heckantrieb. Warum ist das für mich ein negativer Kritikpunkt? Ganz einfach, das wäre doch für Rockstar Games so ein Kaufgrund gewesen, beziehungsweise hätte Rockstar Games sagen können, guck mal, die Karre hier hat Allrad, das hebt das Teil ab von dem anderen normalen S2. Ja? Hätte Rockstar Games wenigstens noch einen Allradantrieb eingebaut in die S2 Cabrio Version, dann hätte ich sagen können, okay, das wäre vielleicht ein Kaufgrund für mich, weil das Ding dann eben besser in Rennen performt, mit einem besseren Handling zum Beispiel. Aber du kannst die Karre in Rennen, in Sportwagenrennen genauso vergessen wie den S2, leider. Tja, was ist eigentlich der einzige positive, ich habe hier nur einen aufgeschrieben, das ist nur ein Punkt, der mir eingefallen ist, der einzige positive Punkt am Comet S2. Das einzige Positive ist das hier. Ein Cabrio mit Faltdach. Wow. Also Fazit, Comet S2 Cabrio, komplette Enttäuschung, absolut unnötiges Auto, finde ich, außer vielleicht für Autosammler. Die Autosammler unter euch, die jetzt sagen, ja gut, ich brauche hier auf jeden Fall noch eine Cabrio-Version vom S2, gönne ich mir, hab gerade eh zu viel Geld. Das werden aber nicht so viele sein, denke ich. Ja, leider absoluter Schmutz, das Teil. Comet S2 Cabrio Tuning ist beendet. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Wie gesagt, falls ihr euch das S2 Tuning nochmal anschauen wollt, ist es noch ein bisschen detaillierter mit noch ein paar mehr Fun Facts, dann könnt ihr das gern tun. Ich habe es euch hier irgendwo verlinkt. Bis dann, haut rein.